Nachdem wir uns im letzten Video angesehen haben, wie wir Unterkonten öffnen, sehen wir uns jetzt an, wie wir in die Unterkonten die Geschäftsfälle verbuchen. Hallo und herzlich willkommen zum Videotutorial, diesmal Geschäftsfälle buchen. Hier sehen wir schon die Unterkonten eröffnet. Ich nehme jetzt einfach nochmal die gleichen Geschäftsfälle her, die wir schon bei Werteveränderungen in Bilanz verwendet haben. Der erste Geschäftsfall war, wir kaufen einen neuen Computer bar. Jetzt muss man wissen, dass sich auf der Soll-Seite die Bestände mehren und auf der Haben-Seite mindern. Bei den Passivkonten ist es andersherum. Da haben wir die Minderungen im Soll und die Mehrungen im Haben. Allerdings müssen wir aufpassen. Bei den Aktivkonten handelt es sich um aktive Werte, also um Bestände. Bei den Passivkonten, da handelt es sich um Schulden. Das heißt, wenn ich hier im Habenbereich etwas dazu buche, dann mehren sich die Schulden. Das hat nichts mit einem generellen Bestand zu tun, dass ich hier irgendwie einen Mehrwert für die Firma habe. Gut, der erste Buchungssatz oder der erste Geschäftsfall, wir kaufen einen neuen Computer bar, müsste dann also so aussehen, dass wenn also jetzt im Sollbereich die Mehrungen stattfinden, dann müsste man erstmal suchen, welches Konto benötigen wir hier überhaupt. Computer, das ist die Betriebs- und Geschäftsausstattung. Und Bar, das ist eindeutig der Kasse zuzuordnen. Das bedeutet also, wenn wir einen Computer kaufen, dann müssen wir in der Betriebs- und Geschäftsausstattung diesen Computer entsprechend aufführen mit 500 Euro. Und da wir den Computer bar bezahlen, müssen wir natürlich aus dem Kassekonto dieses Geld herausbuchen. Das bedeutet, hier bei der Minderung müssen wir diese 500 Euro im Habenbereich eintragen, weil wir mit diesem Geld hier diesen Computer bezahlt haben. Und damit wäre der erste Geschäftsfall abgeschlossen. Wir haben jetzt hier noch einen Buchungssatz. Das sieht so aus, vor dem An wird immer das Konto genannt, wo die Sollbuchung stattfindet und nach dem An findet man dieses Konto, wo die Buchung im Haben stattfindet. Das bedeutet, wenn ich zuerst die Sollbuchung habe, kommt dieses Konto vor das An hin und wenn ich danach die Habenbuchung habe, dann kommt das genannte Konto nach dem An. Ja, beim nächsten Geschäftsfall, da findet Folgendes statt, und zwar möchten wir eine Rechnung bezahlen und allerdings nicht aus der Kasse, sondern indem wir uns von der Bank Geld leihen. So, wenn wir uns von der Bank Geld leihen, dann müssen wir schauen, wo unser Konto dafür ist. Das ist hier das Darlehenkonto und wir leihen uns da 400 Euro. Und hier haben wir schon gesagt, bei den Passivkonten sind die Mehrungen im Haben und die Minderungen im Soll. Das heißt, wenn wir uns Geld bei der Bank leihen, dann müssen wir auch hier die 400 Euro auf die Habenseite eintragen. Das heißt, wir haben jetzt nicht 2000 Euro Schulden bei der Bank, sondern jetzt haben wir 2400 Euro bei der Bank Schulden. Und dafür aber haben wir eine Rechnung bei den Verbindlichkeiten gegenüber dem Lieferer gezahlt. Das heißt, wir können hier 400 Euro austragen. Also wir tragen hier 400 Euro ein und später würde sich hier die Differenz ergeben von 600 Euro. Das heißt, wir haben nicht mehr 1000 Euro Schulden, sondern nur noch 600 Euro Schulden, weil hier diese 400 Euro schon weggekommen sind. Der Buchungssatz würde hierbei dann lauten Verbindlichkeiten an Darlehen, weil hier die Sollbuchung als erstes kommt, dann kommt das Wort an und dann Darlehen als zweites. So, der jetzige Geschäftsfall zeigt, dass wir Waren einkaufen und zwar Waren auf Ziel einkaufen. Das bedeutet, die werden nicht sofort bezahlt. Und wenn sie nicht sofort bezahlt werden, dann gehen wir eine Verbindlichkeit gegenüber diesem Lieferer ein, der die Waren uns gebracht hat, dass wir die irgendwann nochmal zahlen werden. Also folgt der Eintrag hier im Warenkonto. Das ist der dritte Geschäftsfall.
Wir bekommen Waren für 600 Euro und gleichzeitig erhöht sich unsere Schuld bei dem Lieferer, bei den Verbindlichkeiten auch um 600 Euro. Das bedeutet, wir haben jetzt hier im Soll eine Mehrung, hier im Haben eine Mehrung und das war praktisch die Aktiv-Passiv-Mehrung und der dazugehörige Buchungssatz lautet dann Waren an Verbindlichkeiten, also vor dem An wieder die Sollbuchung im Konto Waren und die Habenbuchung im Konto Verbindlichkeiten. So, der letzte Geschäftsfall, der bedeutet, wir zahlen eine Rechnung der Waren. Das bedeutet allerdings nicht, dass wir hier jetzt ein Warenkonto haben, das hier betroffen ist, sondern wenn wir eine Rechnung bezahlen, dann bedeutet es, die Verbindlichkeiten sind betroffen und wenn nichts weiter angegeben ist und wir nur ein Kassekonto haben, dann werden wir diese Rechnung aus unserer Kasse bezahlen. Wenn wir ein Darlehen aufstocken würden, dann würde das sich aus diesem Geschäftsfall ergeben. Also, wir brauchen hierbei das Kassekonto, wo wir das Geld herausnehmen und das Verbindlichkeitenkonto, wo wir diese Rechnung dann endgültig bezahlen. Der Eintrag ist dann wie folgt. Wir haben einmal aus dem Konto Kasse haben wir hier diesen Betrag 600 Euro, der hier rauskommt. Und die Verbindlichkeiten mindern sich, also Sollseite minus, hier kommen ebenfalls die 600 Euro rein. Das bedeutet, wir haben jetzt schon mal wieder 600 Euro weniger, die wir gegenüber einem Lieferer bezahlen müssen.